So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Crisis 1. Im letzten Part haben wir 3 Tote gestorben. Weil ich unglaublich gut gespielt habe. Einfach keine Ahnung hatte, was ich jetzt machen soll. Also den Ball flach. Wir haben es gemerkt. Ich werde versuchen, dieses Ding jetzt mal außen zu umgehen. Vielleicht kommt man ja auch vorbei. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Maximale Panzerung. Dementsprechend Schalldämpfer. Eigentlich finde ich den Klang dann nicht mehr so schön, aber darum geht es ja beim Schalldämpfer, dass man den Klang nicht mehr findet, ne? Gut, wir laufen einfach jetzt außen rum. Hoffen, dass hier keiner steht. Was das halt gut aussieht. Und ich hoffe, ich kann dieses Ding jetzt einfach umgehen. Weil ich will mich da nicht durchschießen. Ich kratze da immer ab. Ach ja. Da war ich das Projekt noch gerade so schön am Anfang. Hm. Schon am... Ah. Tarnfeld aktiviert. So, Tarnmodus. Einmal umgucken. Wo sind wir? Toll. Wir sind jetzt nicht wirklich viel weitergekommen. Wir haben jetzt erst einmal, glaube ich, grob den Rest umgangen. Und das Dorf noch gar nicht. Wir sind noch nicht mal da. Scheiße. Das ist noch ein bisschen ausdrucken. Ja, ja. Also immer weiter durchs Gebüsch. Sie aber auch keine Machete oder Flammenwerfer gibt. So, da ist dieses Ding. Mit den haufenweisen Einheiten. Und irgendetwas hat uns gehört oder gesehen. Ja. Soll es ruhig. Jetzt hoffe ich nur, dass hier hinter keiner steht. Weil dann Probleme. Ruft der alle mal eben aus dem Dorf zurück und wir dürfen auch von vorne anfangen. So. Sieht aber. Maximale Panzerung. Ach Gott. Spiel gespeichert, ja schön. Also es gibt ein Kontrollpunktsystem. Das funktioniert recht gut, es speichert sehr schnell. Laut JSOC hat die KVA auf der östlichen Halbinsel einen Gefechtsstand. Infiltrieren Sie ihn und suchen Sie Informationen über feindliche Stellungen. Ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Roger. Wir haben nicht viel Zeit, Nomad. Aktivieren Sie den Sprintmodus. Ja. Sprint. Maximales Tempo. Rennen. Ja, man kann auch gegen Bäume rennen und kriegt dabei ein bisschen Schaden. Und jetzt haben wir wieder 2 Missionsziele. Einmal den mit dem gelben Pfeil, einmal den mit dem grünen Pfeil. Wir machen den gelben Pfeil einfach auch noch. Panzerung. Oh Gott, ne. Einheiten. Überall Gegner. Tarnfeld aktiviert. Wir sind hier auf einen Kontrollpunkt der KVA gestoßen. Da kommen Sie nur mit ordentlich Feuerkraft vorbei. Besorgen Sie sich ein paar Granaten. Boten. Magle Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Du siehst mich nicht. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. So. Dein Gewehr. Ich hätte gern dein Gewehr. Da ist eins. Dann nehme ich halt nur eins. Woran steht da welche? Nein. Sehr schön. Aber Granaten liegen ja auch keine rum, ne? Scheiße. Da oben sind da welche. Nein, dann gehen wir da hoch. Ja, da sehe ich schon einen. Plopp. Wie gut, dass ich den noch nicht erschossen habe, weil da steht der zweite. Energie aufladen. Aber es ist noch nicht mal das Ziel. Scheiße. Irgendwas muss ich mir einfach lassen. Hier gibt es bestimmt Granaten, oder? Ahahahahaha.
Nein! Mann! Sekunde zu langsam. Scheiße. Ja, ja. Es kommt wieder Unmengen an Verstärkung hier. Verdammt. Ich hoffe mal, die Verstärkung ist jetzt nicht so viel. Aber wenn ich das lang genug mache, dann geht hier immer die Verstärkung aus. Später kann man auch Autos wegtreten. Ah, Hühner. Man kann auch Hühner abschießen. Wenn einem die Gegner zu schwer sind, schießt einfach die Hühner ab. Ein bisschen Munition wäre ganz schön. So, für Granaten. Ah, ein Schrot. Ja, auch schön. Ach, guck mal da. Splittergranaten nehmen. Mit G kann man Granaten werfen. Nein, ich hätte gern wieder. Ich hab dich noch gar nicht berührt. Kann ich das Ding dann nehmen? Oh ja. Toll. Und weg damit. Liegt hier irgendwo noch Granatenmunition? Das wäre jetzt extremst schön. Ja, guck mal da, Splittergranaten, 3 Stück. Nur 8 Schrotflinten. 8 Schrotkugeln. Ich hätte gern mehr davon. Weil den AK-Verschnitt habe ich euch ja schon gezeigt. Und es kommt keine Verstärkung. Ich bin... Schon habe ich ihn noch rechtzeitig erschossen. Kann ich den da anbauen? Ja, man kann auch Schrotflinten modifizieren mit einem Reflexvisier oder Taschenlampe. Ja, verzichte ich gerade mal ein bisschen drauf. Aber ich persönlich mag die Schrotflinte sehr gerne. Macht einfach total schöne Löcher. Viele, viele kleine Löcher. Habe ich deinen gesehen oder habe ich mir den nur eingebildet? Wenn ich mir den eingebildet habe, sollte ich zum Psychiater gehen. Ich guck mal. Schrotflintmunition, sehr schön. Wieso hört das Ding manchmal auf zu schießen? Das ist keine Salvenwaffe. Außer wenn ich es will, dann ist es eine Salvenwaffe. Nein! Nicht jetzt! Oh, Gott! Ja, ich habe gesagt, auf schwer wird lustig. Der fährt weg, das ist schön. Hier steht keiner. Ja. Ich wollte eigentlich nicht so oft sterben. Naja. Ich hoffe noch, es ist erträglich für euch. Seht ihr noch ein bisschen was, vielleicht ein bisschen mal die Umgebung öfter. Könnt ihr auswendig lernen, wenn das mal selbst spielt. So macht man es nicht. Vielleicht sollte ich doch das Reflexvisier. Nee. Das ist natürlich mir Schrotflintmunition abhanden gekommen. Von dem Fregel da im Auto. Scheiße. Schalldämpfer wäre schön. Tarnfeld aktiviert. Und in den späteren Teilen ist es halt auch so, dass wenn man einen Schalldämpfer drauf hat, dann verbraucht der Schuss auch nicht so viel Energie. Wenn man getarnt ist. Dann zum Beispiel einen gezielten Kopfschuss macht. Klatsch. Na? Habt ihr mich entdeckt? Anscheinend nicht. Tarnfeld aktiviert. Schreiten wir voran. Oh, nur eine Pistole, wie toll. Energie kritisch. Und eine Basecap hat er auch noch. Maximale Panzerung. Kann ich ihn sehen. Einer, zwei. Ja, Sir. Oh Gott, warum sind die gelb? Also, sie sind schwer gepanzert? Ach nee, die sind in Alarmbereitschaft, okay.
Und da ist noch irgendwo einer. Den ich aber gerade überhaupt nicht sehe. Tarnfeld aktiviert. Ach da. Hi. Kritisch. Tarnfeld aktiviert. So. Maximale Panzerung. Es ist ungünstig. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Wie gesagt, die Scar gefällt mir aber sehr schön. Sehr, sehr gut. Maximale Panzerung. Wenn ich das richtig gesehen habe, hattest du eine Schrotflinte. Gib sie mir. Nein, war keine Schrotflinte. Da steht noch einer. Der hat anscheinend noch nichts mitgekriegt davon, dass seine ganzen Kollegen gerade abgemurkst wurden. Was keiner mehr. Tarnfeld aktiviert. Na komm hier. Jetzt schauen wir uns ja noch mal ein bisschen um. Und hoffen, dass hier keiner mehr ist, sonst wäre es peinlich. Ach doch, guck mal da. Tarnfeld aktiviert. Gleich so viele. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ich habe noch eigentlich genug Schuss zum weiteren Kämpfen. Ah, guck mal, Granaten. Und, was ist das? Munition. Aber die Munition ist voll. Eine Schrotflinte, Yahoo. Pistole, auch schön. Was hast du? Pfeil, was ist hier drin? Irgendwas Großes muss hier doch drin liegen. Ein Gauss oder ein Raketenwerfer. Natürlich nicht, schade. Wenn ich schon dabei bin, kann ich auch mal fangen. Und ein Boot, ja geil. Super. Dass man sich nicht alles für Freunde macht. Ja, aber damit geht es doch gleich viel einfacher. Ja, einmal alles wegzuräumen. Stormmunition. Sehr schön. Kugeln rein. Außenposten ist leer. Harvard, ich bin jetzt im Übertragungswagen. Sehen Sie sich die Terminals an. Greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Mehr Granaten. Wie viele Granaten kann man denn tragen hier? So. Weg mit dem Stuhl. War aber kein Mensch. Okay, ich bin drin. Starte jetzt den Download. Aha. Ich habe alles. Komme jetzt zum Treffpunkt. Gute Arbeit, Nomad. Kann es kaputt schießen? Nein, aber es splittert. Haben Sie die gesamte Zivilbevölkerung in ein paar Tagen evakuiert? Was verstecken die Kerle? Es wird noch besser. Wie es aussieht, ist General Kyung für die gesamte Operation verantwortlich. Wenn Sie dachten, Moment. Dass wir einen Spaziergang haben, der sich gehört. Kyung ist ein harter Brocken. So, ich glaube, ihr habt den letzten Teil des Satzes lieb gekriegt. Er sagte halt, außerdem halten ihm seine Elite-Einheiten den Rücken frei. Aber wurde gerade angerufen, es ist ein bisschen blöd gelaufen. Wir sehen hier eine weitere taktische Karte. Irgendwas mit dadurch und dann da und da ist Wand und irgendwie hier ganz viele Dreiecke und Xe und Zeug. Ich schieße jetzt nicht drauf, weil die Schrotmunition ist mir ein bisschen zu wertvoll dafür. Kleines bisschen. Aber ganz echt eine schicke Maus haben die hier. Naja, eigentlich nicht. Tastatur. Kann man damit schlagen? Kann man sogar. Weg damit. Ich hätte gerne den Bildschirm.
Interessant, dass die Dinger kabellos sind. Juhu. Alles durch die Gegend schmeißen. Auch schön. So, Spiel gespeichert. Wo müssen wir denn hin? Da. Aha. Ist ja nicht mehr so weit weg. Gucken wir mal. Maximales Tempo, Denn Energie kritisch. Lauf, Forest, lauf. Nein, eigentlich heißt es hier Nomad-Lauf. Ja, komm, hier Panzermodus. Kann die Energie regenerieren. Einfach hoch. Hoch. Ja, wo muss ich denn jetzt genau hin? Maximales Tempo. Energie kritisch. Maximales Tempo. Also, ich weiß nicht, ob die Übersetzung so gut war. Und ganz ehrlich, ich finde auch die englische Stimme vom Anzug natürlich ein bisschen schicker. Sehr schön finde ich auch, dass sie dann in... Nein. Dass sie, glaube ich, dann den englischen Sprecher auch einfach in... Dass sie die tiefere Stimme des englischen Sprechers in Crisis 2 und 3 war, ne? Egal, Granaten haben wir. 10 Stück. Gefällt mir. Und eine Schrotflinte haben wir auch. Ist noch viel schöner. Leider nicht so viel Schuss. Und mir was mit einfallen lassen. Ja, da kann man Granaten reinwerfen. Das geht gut. Das geht gut. Farmt? Wer kann ich denn werfen, wenn ich so werfe? Yay! Was? Wie, ich kann nicht an den, durch den Baum da. Was? Ich dachte mal da. Klang so, als ob du auch eine Schrotflinte hast. Hast du? Ja, hast du. Ja, das ist, glaube ich, gerade ungesichert zu tarnen. Ja, flieg. Du brauchst eine Stunge, das will ich nicht. Schnellfahrer habe ich bereits. Irgendwie ist noch einer. Außer da oben. Wenn ich den sehen könnte, wäre es noch geiler. Bisher weiß ich nur, dass er da ist. Schade. Also, hoch! Oh, guck mal, eine Schrotflinte. Nomad, kommen Sie sofort zum Treffpunkt. Hier ist etwas, das Sie sich anziehen sollen. Worum geht's denn, Prophet? Kommen Sie einfach her. Sie würden es mir sowieso nicht glauben. Bin unterwegs. Mittlerweile glaube ich alles. Einsatzziel aktualisiert. Ich glaube, ich mache eben einen Zwischenspeicher. Spiel gespeichert. Ich kann ihn sehen. So, weg. Na? So. Eine Pistole. Und anscheinend kann man mit der Schrotflinte auch Bäume fällen. Muss man ausprobieren. Die Patronen sogar am Arm. Das ist ja nicht fortschrittlich. Gucken wir doch mal weiter. Lalala. Ach, guck mal da. So, zack. Wow, nein, ich will da nicht runter. Nee, Anzug hält. Sehr schön. Wie gut, dass dieses Fass da gerade stand. Was? Wo? Wie? Ich habe nichts gemacht. Noch nicht. Guck mal, Schrotflinte. Ja toll, da wo ich eigentlich hinschwenken möchte, kann ich nicht. Ach ja. Ich will mich nicht verstecken. Ich will dich töten. Hier trifft die Distanz nicht, ist klar. Ich
Ja, super. Wirf mir meine Schrotflinte zurück. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch später die Slug-Munition gibt. Oh, das ist ein anderes Wort. Schrotflinte räumt gut auf. Nee, gefällt mir gerade. Lief nur noch mehr. Oder habe ich das alle erwischt? Interessanterweise. Nein, den will ich nicht. Hier läuft absolut keiner mehr. Geil. Okay. Dann habe ich wohl getroffen mit den Pistolen. Hm. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, jetzt? Okay. Da rechts ist noch einer. Mit ein bisschen Pech ist das ein Schiff. Ich fürchte es sogar, weil so weit wie das da war, naja. Solange er mich nicht umbringt, ist das okay. Und auch sehr schön, man wird zwar durch die Level geführt, hat aber immer noch dieses Open-World-Feeling. Man kann halt überall hin, es gibt keine unsichtbaren oder sichtbaren Barrieren. Man kann da einfach rüber und man kann wirklich die komplette Karte... Ja, der Ruf der Luska. Man kann wirklich die komplette Karte erforschen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was Prophet so Lustiges gefunden hat. Maximale Stärke. Ja, das war natürlich der Supersprung. Maximale Panzerung. Also ab hier rüber. Komm, da wirst du doch wohl drüber laufen können. Oder ist ja schon zu steil hier. Maximale Stärke. Flop. Flop. Maximale Panzerung. Aber ich glaube, das, was er uns zeigen will, schauen wir uns erst im nächsten Part an. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken. Euer Skaffis verabschiedet sich für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.